Einen wunderschönen guten Morgen, schönen Vormittag und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Fälligkeiten jederzeit im Blick mit dem Plug-and-Play-Dashboard von AdminIQ. Mein Name ist Thomas Vakonik, ich bin Regional Sales Director hier bei DocuWare. Und gemeinsam mit Jürgen Gartlehner, System Consultant, Content Service und Business Intelligence der AdminIQ, darf ich heute durch dieses Webinar führen. Einmal etwas ganz Einfaches am Anfang. Sie haben rechts in diesem Go-to-Webinar-Tool jederzeit die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wir werden versuchen, möglichst viele Fragen schon während der Präsentation noch zu beantworten. Alle anderen Fragen werden wir gleich direkt im Anschluss noch beantworten, beziehungsweise bekommen Sie im Nachgang gegebenenfalls noch die Antworten zugeschickt. Das hat vor allem den Hintergrund, dass wir Sie während des Webinars auf Stumm geschalten haben, weil wir sehr viele Teilnehmer heute haben und das vereinfacht uns einfach und Ihnen das Webinar heute. Schauen wir uns aber mal an, worüber sprechen wir. DocuWare ganz kurz in Zahlen noch einmal beschrieben. Wir haben mittlerweile mehr als 18.000 Installationen weltweit. Wir sind in über 123 Ländern vertreten. Ja, wir sind ein deutsches Unternehmen mit dem Hauptsitz in Germering, haben aktuell 650 Mitarbeiter und sind seit 1988 als DMS-Anbieter am Markt. Das heißt, die DocuWare ist, man wird es nicht glauben, um eine Spur jünger als ich. Man glaubt es nicht ganz, aber es ist wirklich so. Es geht sich fast aus. Und mittlerweile haben wir in der Cloud mehr als 7.500 Kunden. Wir sind in 18 Sprachen vertreten und das schaffen wir. Und aber gleichzeitig haben wir natürlich auch mit unseren vorkonfigurierten Lösungen die Möglichkeit, sehr schnell Implementierungen durchzuführen. Und gerade da greifen die Dashboards der AdminIQ heute ein. Das heißt, für wen ist dieses Webinar heute besonders interessant? Für alle Unternehmen, die DocuWare im Einsatz haben, aber auch für die, die noch kein DMS im Einsatz haben. Und genau für die, die einen besseren Überblick über ihre Prozesse und Dokumente haben wollen. Was haben wir für heute vorbereitet? Wir werden beginnen mit einer kurzen Vorstellung der Dashboards, mit einer Live-Demo, mit Ihren Vorteilen, die Sie daraus ziehen können. Und am Ende, wie angekündigt, die FAQs, einfach Fragen von Ihrer Seite dementsprechend auch beantworten zu können. Wenn wir uns die Dashboards einmal anschauen, dann geht es hier natürlich in einem ersten Schritt einmal darum, was ist hier relevant? Wir werden uns anschauen, wie schaut das Ganze für Eingangsrechnungen und Ausgangsrechnungen aus. Das heißt, hier eine Übersicht Ihnen zu gestalten. Sie sehen hier auch rechts bereits einen ersten Eindruck, wie das Ganze ausschauen wird. Das immer mit dem Fokus Transparenz Ihrer eingehenden Rechnungen, Ihrer ausgehenden Rechnungen, genau Ihrer Themen schlussendlich zu schaffen. Mit dem Ziel, es auf einen Blick sofort zu haben. Mit auf einen Blick alle Informationen zu haben. Denn überlegen wir uns einmal, gerade was das Eingangsrechnungsmanagement angeht, wie viel Volumen wir in Unternehmen haben und gleichzeitig wollen wir das natürlich auch optimieren. Gerade mit einer grafischen Darstellung tun wir uns hier natürlich wesentlich leichter, dank Lieferantenkennzahlen und Kundenkennzahlen. Wir werden uns Vorjahresvergleiche und überhaupt die Vergleiche in unterschiedlichen Bereichen anschauen. Wir werden uns Trends anschauen können, Aufgabenübersichten. Und was ganz wichtig ist, das Ganze soll extrem einfach einrichtbar sein. Einfach, nämlich Plug and Play. Und das Ganze für Cloud und On-Premise dementsprechend möglich. An dieser Stelle möchte ich jetzt auch Jürgen recht herzlich begrüßen. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Und darf an dich übergeben, sodass du uns gleich die Dashboards dementsprechend auch präsentieren kannst. Genau. So, ich denke, jetzt sollten alle meinen Schirm sehen. Guten Morgen nochmal von meiner Seite. Mein Name ist Jürgen Gartlehner. Ich bin bei der AdminIQ zuständig für DocuWare-Implementierungen und unter anderem auch BI.
Genau, und wir steigen hier jetzt, glaube ich, direkt ein. Also wir sehen hier schon mal, dass die erste Ansicht, das Dashboard für die Eingangsrechnung, also Sie sehen hier eine Übersicht über Ihre Eingangsrechnungssituation. Wir sehen auf der linken Seite hier schon mal sehr wichtige Punkte, nämlich einmal offene Eingangsrechnungen, das Volumen der offenen Eingangsrechnungen. Wie viele Rechnungen oder Belege sind bald fällig? Wie viele sind heute schon fällig? Auf der anderen Seite sehen wir in der Mitte die größeren Visuals, schon mal, wie viele sind abgeschlossen, wie viele sind offen. Dann haben wir eine Liste der Top-Lieferanten vom Volumen her. Weiter sehen wir auch einen Verlauf der Eingangsrechnungen oder der Eingangsrechnungsbeträge mit einer Trendlinie. Hier zeigt der Trend klar nach oben. Dann auch ganz interessant, ein Forecast der Fälligkeiten. Und zwar hier in dem Falle nach Quartal. Und das bringt mich jetzt gleich zum nächsten Thema. Das Schöne hier ist nämlich, die Dashboards von AdminAcuity also Sie können sich die Daten natürlich auch ansehen, aber es ist nicht nur zum Ansehen gedacht, es ist auch interaktiv. Das heißt, Sie können jederzeit sich, wenn ein gewisses Thema Sie speziell interessiert oder wenn Sie sich auf ein gewisses Thema speziell fokussieren möchten, können Sie immer in die Detailtiefe gehen oder wieder in den Übersichtsmodus. Was heißt das jetzt genau? Das heißt, wenn wir uns zum Beispiel den Forecast der Fälligkeiten ansehen, dann sehen wir hier Quartal 2 haben wir 130.000 Euro, Quartal 3 ein bisschen oder deutlich weniger. Wenn ich jetzt mit einem einfachen Klick mir das ansehen möchte, wie das dann pro Monat ausschaut, dann geht das hier relativ einfach und schnell. Und so ist das eigentlich über die gesamten Dashboard-Seiten, die ich Ihnen heute zeigen werde, kann man sehr einfach mit einem Klick immer in die Detailtiefe gehen. Das ist einfach gut zu wissen, damit Sie, wenn ich wohin klicke, auch wissen, was hier passiert. Genau, und da möchte ich Ihnen jetzt ein paar Beispiele zeigen. Beispielsweise haben wir auf der linken unteren Seite, wenn wir uns die 11 fälligen Belege ansehen wollen, haben wir einen Pfeil, auf den wir ganz einfach klicken und uns die fälligen Belege ansehen können. Ja. Davon sehen wir jetzt auch auf einen Blick, dass 9 davon bereits abgeschlossen sind, 2 noch offen sind. Wenn ich jetzt wissen möchte, natürlich möchte ich jetzt wissen, welche beiden sind das, dann geht das einfach mit einem Klick auf offen. Und also das geht relativ einfach und schnell. Jetzt kann ich aber, wenn man möchte, kann man noch einen Schritt weitergehen und sagen, ja, okay, jetzt sehe ich die offenen, aber ich möchte den Beleg auch sehen. Was ist das jetzt für ein Beleg? Das ist die 51 Euro. Und dazu ist dieses Link-Symbol, also überall, wo Sie dieses Link-Symbol sehen in den Dashboards, können Sie gleich direkt nach Docuware springen. Und das zeige ich Ihnen jetzt kurz. Da klicke ich jetzt drauf. Und mir wird der Beleg dann auch gleich direkt in Docuware angezeigt. Sie sehen es, wir haben jetzt natürlich einfach einen Standardbeleg hinterlegt hinter unseren Testdaten, aber das Prinzip ist, denke ich, klar. Genau, und so einfach geht das. Mit dem Zurück-Button links oben komme ich wieder zurück zu der Hauptübersicht der Eingangsrechnungen. Und das funktioniert jetzt nicht nur bei Fälligkeiten sondern Sie können sich auch ganz einfach, wenn wir uns rechts oben beispielsweise die Top-Lieferanten sortiert nach Rechnungseingang ansehen, das sind jetzt die Top 5, dann können Sie ganz einfach auf eine der Firmen klicken und Sie sehen, dass entsprechend die Daten sofort gefiltert werden. Also sei es jetzt der Forecast, dann nur für diese eine Firma oder der Eingangsrechnungstrend oder aber auch unten die Liste der Belege wird sofort aktualisiert, je nachdem, was ich sehen möchte. Und das Ganze geht auch noch weiter. Sie sehen, wenn ich jetzt hier auf eine Firma klicke und dann werden hier rechts unten im unteren Bereich werden drei Buttons aktiv.
nämlich Aufgaben, Lieferant und Status. Und hier kann ich gleich direkt sehen, auch sind denn offene Aufgaben, also Workflow-Aufgaben für diese Firma offen. Ja, und da sehe ich ja, tatsächlich sind da welche offen, könnte auch gleich wieder direkt hinwechseln. Oder möchte ich beispielsweise zu dem Lieferant, den ich angeklickt habe, gleich auch direkt eine Übersicht haben. Dann kann ich hier auf Lieferant gehen, komme in das Lieferantencenter. Was sehe ich jetzt hier im Lieferantencenter? Sehe ich erstens den Gesamtrechnungseingang der Firma. Ich sehe aber auch die offenen Posten. Das sind jetzt 4.900 Euro in dem Fall. Und auf der rechten Seite gleich daneben sehe ich auch, wie sich diese offenen Posten zusammensetzen. Also welche Belege sind das, die hier noch offen sind? Natürlich kann ich dann auch von hier aus gleich wieder direkt zu dem Beleg springen in DocuWare, wenn ich das möchte. Genau. Weiter sehen wir auch den Einkaufs-, also den Verlauf, den zeitlichen Verlauf des Einkaufsvolumens dann nur für diesen Lieferanten. Genau, mit zurück links oben komme ich dann wieder in die Hauptübersicht. Und dann möchte ich Ihnen auch noch zeigen, dass man auch, wenn man einen Lieferanten selektiert, kann ich dann auch noch in die Statusübersicht. Das heißt, die Statusübersicht ist eine Übersicht, die mir dann schon die Belege vorfiltert für diesen Lieferanten. Und dann kann ich auf der linken Seite aber noch weiter filtern. Und zwar mit einfachen Klicks könnte ich jetzt sagen, ja, okay, ich möchte aber dann nur die sehen, die exportiert sind. Und die Liste rechts wird gefiltert entsprechend. Dann möchte ich vielleicht noch nur auf Eingangsrechnungen weiter filtern. Und so kann ich mir eigentlich relativ schnell und einfach meine Belege filtern aufgrund von diversen Kriterien. Diese Kriterien sind auch nicht fix. Also wenn Sie jetzt sagen, Sie möchten hier anstatt von Status vielleicht ein anderes Filterkriterium, dann ist das kein Problem. Dann kann das natürlich ausgetauscht werden. Das ist einfach austauschbar. Wieder zurück zur Übersicht. Möchte Ihnen jetzt auch noch zeigen, dass hier die Liste unten, Sie haben ja gesehen, je nachdem, wenn ich jetzt auf einen Datenpunkt klicke oder auf eine Firma klicke, wird die Liste unten auch entsprechend gefiltert. Und da möchte ich Ihnen noch zeigen, dass wir hier jeweils ein grünes Symbol haben oder ein rotes oder ein oranges. Und dieses Symbol deutet mir einfach sofort an, ob eine Rechnung bereits fällig ist oder nicht. Also ich sehe das schnell und einfach, ist es grün, gelb. Gelb heißt, das ist einfach innerhalb der nächsten Tage, sieben um genau zu sein, innerhalb der nächsten 7 Tage fällig. Oder rot würde dann bedeuten, es ist heute fällig oder bereits überfällig. Also überall, wo Sie dieses Symbol sehen, wir werden das dann später noch in anderen Tabellen auch sehen, können Sie das sofort feststellen. Genau. Dann möchte ich gerne zur nächsten Seite wechseln. Und zwar sehen Sie hier, können wir ganz einfach entweder mit dem Weiter- oder Zurück-Buttons die Seiten wechseln oder aus der Liste auswählen. Und zwar möchte ich Ihnen hier auch zeigen den Vorjahresvergleich. Also wir sehen hier relativ schön die unterschiedlichen Jahreslinien. Genau, also hier sieht man, 2023 sind wir hier und 21 und 22 sieht man die unterschiedlichen Verläufe und im Hintergrund den Durchschnitt. Also man sieht 22 und 23 deutlich über dem Durchschnitt. Und hier gilt auch wieder das Gleiche. Also wenn wir uns einen Datenpunkt heraussuchen, dann kann ich den klicken und die Liste unten wird entsprechend dann für diese Zeiträume gefiltert. Ja, und neben diesen Vergleichszeiträumen, diesen Linien, hier kann ich natürlich mit der Maus drüber fahren und ich sehe dann für das aktuelle Monat die entsprechenden Werte.
Allerdings möchte ich Ihnen hier noch etwas weiteres zeigen, was Power BI in diesem Fall bietet. Und zwar sind das die Erkenntnisse. Und zwar kann ich hier relativ einfach sehen, beispielsweise sagt mir hier Power BI bereits, dass sich im Jahr 22 Gesamtrechnungseingang begann sich im Mai positiv zu entwickeln und stieg in den folgenden 6 Monaten dann um 3,36%. Also nicht nur, dass ich hier die Werte habe, sondern ich habe das Ganze auch aufgeschlüsselt und den Unterschied in Zahlen auch dargestellt. Möchte ich hier dann noch in Details eingehen, kann ich auch noch hier klicken und mir das Gesagte oder das Geschriebene dann im Detail ansehen. Genau. Also ist auch eine sehr gute Möglichkeit, wie man hier Trends sich ansehen kann und auch erklärt bekommt. Genau. Dann möchte ich als nächstes zur Lieferantenübersicht wechseln. Die Lieferantenübersicht ist eine sehr interessante Übersicht. Zum einen gibt sie uns natürlich eine Übersicht über die Standorte der Lieferanten plus zusätzlich, also die Größe der Kugeln oder Kreise hier zeigt an das Volumen der Rechnungen. Und auf der rechten Seite sehr interessant die Prozessdauer, also die durchschnittliche Dauer, die ich mit einem Lieferanten in Docuware sozusagen aufwende. Dann habe ich links im unteren Bereich eine Aufteilungsgrafik, also wie teilt sich jetzt mein Eingangsrechnungsvolumen nach Firma auf. In unserem Testfall sind das viele größere Lieferanten vom Volumen her. Und genau, das Interessante jetzt hier ist, natürlich habe ich jetzt hier sehr viele Lieferanten bei der Prozessdauer. Aber ich könnte jetzt, also man möchte eventuell vergleichen nur gewisse Lieferanten, also zum Beispiel beispielsweise nur die größeren Lieferanten. Und das ist recht interessant. Also man kann sich hier dann nicht nur einen, sondern auch mehrere Lieferanten selektieren und kann auch nur diese einzelnen Bereiche vergleichen. Also beispielsweise sehe ich jetzt hier, dass die Schulze GmbH oder hier die Gotomatthein GmbH eine sehr viel höhere Prozessdauer hat durchschnittlich als hier etwa andere Firmen. Und das würde ich eventuell ohne einem Dashboard gar nicht rausfinden. Zusätzlich sehe ich dann im unteren Bereich noch den Gutschriftenanteil eines Lieferanten. Gutschriftenanteil deshalb oder mit dem Hintergrund, dass man sagt, ja, Gutschrift bedeutet immer mehr Arbeit und immer Zeitaufwand. Und die Farben, man sieht das hier schön, die Farben sind hier gleich. Das heißt, ich sehe hier sofort, okay, die Firma Schulze habe ich viel Zeitaufwand bei wenig Gutschriften. Da könnte ich mir natürlich die Frage stellen, warum. Und das zeigt eben genau das Dashboard auf. Ja. Genau. So, mit einem Klick kann ich hier wieder alle aktivieren und auf den Ursprungszustand zurückwechseln. Das ist die Lieferantenübersicht. Dann gibt es noch zusätzlich das Lieferantencenter. Das Lieferantencenter ist darauf ausgelegt, dass es mir die offenen Posten jetzt in diesem Fall gesamt anzeigt. Und also das ist diese Liste hier, darüber dann meine Top-Lieferanten nach Rechnungseingang plus auch den Rechnungseingangsverlauf. In diesem Fall nach Quartal, aber ich habe Ihnen schon gezeigt, Sie können dann mit einfachen Klicks auch einfach in die Detailtiefe immer runterwechseln. Genau, möchte ich jetzt mir wieder nur einen Lieferanten herauspicken, dann kann ich das mit einem Klick einfach tun und sehe wieder offene Posten des Lieferanten. Und auf der rechten Seite, wie sich denn dieser offene Posten zusammenstellt, beziehungsweise kann ich auch wieder sofort mir den Beleg direkt in Docuware ansehen. Das ist das Lieferantencenter.
Dann gibt es noch die Lieferantenkennzahlen. Das sind also grundsätzliche Kennzahlen meiner Lieferanten, wie viele Lieferanten sind in meinem System, was habe ich an durchschnittliches Einkaufsvolumen pro Monat. Sind das, also man sieht hier an der rechten Grafik schön, sind das neue Lieferanten, sind das bestehende Lieferanten, wie viele neue Lieferanten kommen da hinzu pro Monat in diesem Fall. Das zeigt mir das Lieferantencenter und beziehungsweise auch den Eingangsrechnung oder das Volumen der Eingangsrechnungen pro Neu- oder Bestandslieferanten. Und auch ganz interessant, ja, das ist immer ein interessantes Thema, die durchschnittliche Prozessdauer. Und zwar hier dann nicht pro Lieferant, sondern gesamtheitlich gesehen. Also gesamtheitlich gesehen, in dem Sinn sinkt oder steigt die und was ist die durchschnittliche Prozessdauer. Also wenn sich hier ein Trend nach oben entwickelt oder in unserem Fall geht der eigentlich nach unten, was gut ist, aber entwickelt sich der nach oben, kann ich natürlich darauf reagieren und kann das hinterfragen, warum ist das so, warum verbringen wir jetzt mehr Zeit mit diesen Dingen als noch vielleicht voriges Jahr. Und das würde ich ansonsten vielleicht gar nicht erkennen. Und das zeigt mir eben das Dashboard auf, auch wieder mit den entsprechenden Erkenntnissen. Genau, also die Erkenntnisse zeigen mir sehr schön dann, ab wann hat sich der Trend nach unten oder nach oben bewegt und wie viel. Genau. Dann die Statusübersicht. Die Statusübersicht haben wir schon kurz kennengelernt, nur hatten wir gesehen, dass wir vorher die automatisch für einen Lieferanten schon vorgefiltert haben. Aber die Statusübersicht gibt es natürlich auch ohne Vorfilterung, das heißt, Sie können sich einfach Ihr Filterlinks, so wie vorher gezeigt, selber zusammenbauen. Für diese Firma haben wir jetzt nichts hier, aber beispielsweise alle abgeschlossenen, genau, oder und nicht exportiert oder nur Anfragen und so weiter. Ja. Also Sie wissen hier, glaube ich, was ich meine, das ist die Statusübersicht. So, das Ganze gibt es dann auch für die Verkaufsseite. Das möchte ich Ihnen jetzt auch nicht vorenthalten. Und zwar da brauchen wir jetzt nicht mehr alle im Detail durchgehen. Aber wenn Sie auch Ausgangsrechnungen ablegen oder möchten Sie auch Ausgangsrechnungen ablegen, dann können Sie diese Dashboards auch für Ausgangsrechnungen natürlich sehen. Und hier gibt es dann natürlich auch gewisse Unterschiede, im Speziellen dann bei den Kundenübersichten und Kundendaten. Hier gibt es nämlich, anders als bei den Lieferanten, gibt es hier in diesem Beispiel jetzt zum Beispiel die Wiederkehrrate. Ja, also sind gewisse Kunden wiederkehrend oder verliere ich eventuell Kunden? Beziehungsweise auch für viele Branchen interessant, was ist meine Wiederkaufsrate oder Kundenbindungsrate? Solche Dinge kann ich dann natürlich auch auf der Verkaufsseite dann erkennen, ja, und mir zeigen lassen. Genau, was wir dann noch haben und ich Ihnen auch zeigen möchte, ist die Aufgabenübersicht. Also Sie können sich auch die Aufgaben in grafischer Form anzeigen lassen, also wo sind, in welchem Workflow sind welche Aufgaben, an wen sind die momentan zugewiesen, genau, was für eine Aufgabe ist das, in diesem Fall ist das Abschluss im Workflow, finale Prüfung. Und Sie könnten hier mit dem Link auch direkt gleich wieder zum Beleg wechseln. Genau. Als nächstes möchte ich die Lieferanten, also die Eingangsrechnung-Ansicht gerne an diesem Punkt erstmal abhaken und möchte Ihnen dann noch zeigen, die
das Vertragsmanagement oder die Vertragsübersicht in dem Fall. So, wenn Sie im Dokument, also jede Firma, denke ich, zumindest kennt das, also es gibt sehr viele Verträge mit unterschiedlichsten Laufzeiten und unterschiedlichsten Beträgen und Volumen. Und hier haben wir uns eine Lösung überlegt, nämlich die Vertrags-, also das Vertragsmanagement, die Vertragsübersicht. Genau, und was sehen wir hier? Wir sehen hier jetzt mal auf den ersten Blick Gesamtvolumen, wie viele Vertragsarten habe ich im System. Es ist jetzt natürlich in unserem Testsystem sehr viel, aber dennoch, was heißt das an Firmen? Aber das Wichtigste jetzt, diese Zeitleiste in der Mitte, also wie viele Verträge enden zu welchem Zeitpunkt? Und da sehe ich natürlich schon mal, grün ist noch weiter weg, gelb kommt bald, rot ist eigentlich schon fällig und gehört eigentlich schon verlängert. Genau, und will ich jetzt wissen, welche das sind, Sie kennen das schon, klicken wir wieder auf einen Balken und die Liste wird uns hier auf der rechten Seite entsprechend wieder gefiltert und ich kann mir den Vertrag dann auch direkt im Dokument ansehen. Genau, ich sehe auch natürlich Vertragsvolumen und wann ist ein Vertragsende. Also diese Übersicht ist schon einmal sehr hilfreich, weil ich nämlich sofort sehe, habe ich Verträge, die ich mir ansehen muss, die ich verlängern muss. Ich kann mir auch das Vertragsvolumen pro Vertragsart ansehen und auch mir jetzt beispielsweise sagen, ich will mir jetzt nur die Darlehensverträge ansehen, dann wird die Liste auch entsprechend gefiltert und ich sehe dann nur wieder auch in der Zeitleiste die Darlehensverträge. Das Ganze kann man sich dann in der Vertragsübersicht, in der Detailansicht noch einmal also, auf einer Zeitleiste ansehen. Wir sehen jetzt hier die schwarz gestrichelte Linie. Also hier sind wir momentan und wir sehen, welche Verträge sind für eine Firma. Also das Ganze ist pro Firma gegliedert jetzt in diesem Fall. Pro Firma, welche Verträge sind hier aktiv und wie lange laufen die und wann haben die gestartet, wie lange laufen die noch. Also es ist eine relativ schöne und Übersicht, wo ich sofort sehe, eine Zeitleiste meiner Verträge. Das Ganze könnte ich jetzt auch wieder filtern für eine gewisse Firma, um das Ganze, um eben die Verträge nur für eine gewisse Firma mir anzusehen und die Liste wird entsprechend wieder gefiltert. Kann mir auch wieder direkt gleich den Vertrag auch ansehen. Ja. Ich könnte jetzt auch wieder sagen, das möchte ich Ihnen auch noch kurz zeigen, ich könnte jetzt auch hier auf eine Firma klicken und ähnlich wie vorher, dass man sagt, man will jetzt wieder nur auf eine Firma filtern, kann ich hier sagen Vertragsübersicht Firma und dann sehe ich hier für die Burifi Stein GmbH habe ich eigentlich nur ein Gesellschaftsvertrag, aber der ist im März eigentlich schon überfällig gewesen. Genau, und könnte mir den Vertrag dann hier auch gleich direkt wieder ansehen. Kann dann wieder zurückwechseln in die generelle Übersicht. Genau, also das ist dieses, das ist das Detailthema für Vertragsmanagement. Sie können aber auch zusätzlich, also ich möchte Ihnen auch noch zeigen, wenn Sie Dokumente ganz generell ablegen, also Anfragen, Aufträge, also Briefe, Lieferscheine, dann haben wir auch eine Übersicht. Das ist nämlich die generelle Dokumentenübersicht, wo Sie natürlich auch Basiswerte sehen, Anzahl der Dokumente, bald fällig, heute fällig. Auch hier haben Sie die natürlich alle Funktionen, wie Sie möchten auf eine Firma filtern oder sich die Daten gleich direkt im Dokument ansehen. Hier sehen Sie auch schön, ja, welche Vertragsarten haben Sie im System und wie viel und was ist das Volumen der einzelnen Typen. Das ist sozusagen die generelle Dokumentübersicht. Dann könnten Sie hier auch noch einmal ins Detail wechseln
und sagen, ich möchte mir zum Beispiel nur Angebote und Aufträge hier im Detail ansehen. Da gibt es nämlich die schöne Übersicht über die, über den Angebotserfolg. Also welches Angebot ist zu einem Auftrag geworden und das Ganze auch zeitlich dargestellt. Und ich sehe mit der Darstellung der Farben hier sofort eigentlich, ob das quasi ein gutes Monat war oder ein schlechtes. Genau, also der Gesamterfolg wäre jetzt hier bei 37%. Ich könnte jetzt aber auch wieder sagen, ich möchte mir, Sie kennen das schon, wieder nur eine gewisse Firma rauspicken. Da habe ich gar keinen Angebotserfolg. Oder ich möchte mir nur ein gewisses Monat ansehen. Dann sind das hier in dem Fall 25% im Mai gewesen. Genau. Ja, und hier endet jetzt auch mein Vortrag. Und Thomas, ich möchte mich natürlich bedanken und hoffe, Ihnen hat das Ganze gefallen. Und dann möchte ich wieder an dich übergeben, Thomas. Ja, danke dir. So. Was haben wir jetzt gesehen und welche Vorteile ergeben sich dadurch für Sie? Im Endeffekt ist es relativ simpel. Sparen Sie sich Zeit und Geld durch die grafische Darstellung. Vor allem deswegen, weil Sie die Forecasts, die Fälligkeiten sofort im Überblick haben. Trends von Eingangsrechnungen. Wir hatten vorhin auch diesen Blick auf der rechten Seite, wo Sie sofort auch einen Trend abbilden können, wo Sie auch Unterstützung bekommen, wie diese Trends sich weiterentwickeln und dementsprechend von Eingangsrechnungen, von Lieferanten und auch von Ihren Ausgangsrechnungen auf einen Blick haben. Und agieren Sie fristgerecht. Planen Sie frühzeitig anhand von grafischen Darstellungen, was Vertragsfälligkeiten, Angebots-, Auftragsübersichten etc. angeht. Denn das mit der grafischen Oberfläche tun Sie sich einfach nochmal um eine Spur leichter, wie das Ganze funktionieren kann. Und durch die Trendsansicht haben Sie natürlich auch langfristig auch gesehen dementsprechend die Vorteile. Es sind in der Zwischenzeit relativ viele Fragen reingekommen. Ich habe versucht, einiges auch schon währenddessen auch gleich direkt zu beantworten. Einige habe ich da behalten, weil es auch für sehr viele dementsprechend spannend war. Jürgen, ich gebe dir mal ich lese dir mal einige Fragen vor. Ja. Es ist natürlich so, dass das Ganze auf Power BI aufsetzt. Und dementsprechend war eine der allerersten Fragen, wird eine Power BI Lizenz benötigt? Genau, also ja, es wird eine Power BI Lizenz benötigt. Das Ganze basiert auf Power BI und das ist richtig. Also man braucht jedoch nur eine Standardlizenz, keine Pro-Lizenz. Standard ist völlig ausreichend. Ja. Funktionieren die Dashboards nur mit einem DocuWare Cloud System? Ein klares Nein. Also die Dashboards funktionieren, egal ob Sie ein On-Premise-System haben, eine lokale Installation betreiben oder eine Cloud, eine DocuWare Cloud verwenden. Nachdem wir auch hier das Bereich gleich mit dabei haben, welche Schnittstellenart wird hier diesbezüglich genutzt? Also wir verwenden nur die DocuWare REST API. Wir holen die Daten über Internetverbindung. Das ist eigentlich alles, was benötigt wird. Genau. Und damit auch gleich die nächste Frage, ob die Dashboards nur für eine vorkonfigurierte Lösung möglich sind, weil wir es auch am Anfang so genannt haben, oder alternativ auch bei einer Individuallösung dementsprechend einsetzbar sind. Genau, also es ist so, dass bei einer vorkonfigurierten Lösung ist das natürlich Plug and Play, also so wie Sie das gesehen haben, können Sie es sofort einsetzen. Bei nicht vorkonfigurierten Lösungen können Sie natürlich auch die Dashboards verwenden, aber diese müssen an die Gegebenheiten dann entsprechend angepasst werden. Also Ihr System verwendet dann eben andere Tabellen, andere Felder, die man dann entsprechend benennen muss. Also einfachheitshalber gesagt, wir haben dann schlussendlich die Situation, dass wir
in der vorkonfigurierten Lösung das Mapping, wo welche Information hergezogen wird, automatisiert haben. Und bei Indual-Lösungen müssen wir einfach dieses Mapping, wie ihr Indexdatenfeld bedeutet, heißt, zu dem jeweiligen Feld in den Dashboards im Endeffekt hier dieses Mapping herstellen. Kann ich das so richtig zusammenfassen? Genau, so ist es. Dankeschön. Ja. Können die Darstellungen exportiert werden, um diese Grafiken beispielsweise für PowerPoints zu nutzen oder in ein Excel exportieren zu können? Gute Frage und ja, können Sie. Also das Ganze kann ganz einfach in ein PDF exportiert werden. Alle Seiten, die Sie jetzt gesehen haben, also Sie klicken da einmal auf Exportieren und bekommen ein PDF, können das dann eben zum Beispiel in PowerPoint oder etc. Einbinden. Genau, ja. Ja. Sind bei DocuWare-Updates, und jetzt haben wir gerade vor kurzem haben wir auch das Ausrollen der aktuellen Updates zum Beispiel angestartet, sind bei DocuWare-Updates dann Anpassungen an dem System notwendig? Ja, das ist der nächste schöne Punkt. Es sind nämlich keine Anpassungen notwendig bei DocuWare-Updates, weil wir eben, wie gesagt, die REST-API verwenden und diese sich nicht ändert bei Updates. Wie schaut das Ganze aus mit Datenaktualisierungen? Also haben wir da wirklich Live-Daten drinnen? Haben wir da Daten, die sich alle 10 Minuten aktualisieren? Wie schaut das da aus? Genau, also ja, es ist so, dass Power BI bis zu 8-mal täglich aktualisiert. Power BI kann mit sehr vielen Daten, also Millionen von Datensätzen umgehen. Darum ist das eher keine minütliche Aktualisierung, sondern man macht sich typischerweise 8-mal am Tag Zeitpunkte, definiert man, an denen aktualisiert wird. Also ja, man sieht immer den aktuellen Status. Wie gesagt, bis zu 8-mal täglich wird aktualisiert. Auch da noch eine weitere Frage. In welchen Sprachen ist das Dashboard denn eigentlich verfügbar? Das Dashboard ist momentan in Deutsch und in Englisch verfügbar. Weitere Sprachen sind natürlich prinzipiell kein Problem. Also das Ganze kann übersetzt werden bei Bedarf. Genau. Okay. Wie werden die Dashboards dann von euch insgesamt zur Verfügung gestellt? Also das Ganze funktioniert so, dass so wie Sie das bei mir gesehen haben im Browser, also im Prinzip bekommen Sie, sofern Sie eine Power BI Lizenz sich geholt haben, bekommen Sie von uns einen Link. Und mit diesem Link wird das Dashboard dann in Ihr Power BI eingebettet und Sie verwenden das dann so, wie ich eben im Browser. Genau, so bekommen Sie das zur Verfügung gestellt. Perfekt. Und da im Zuge dessen war nämlich auch gleich eine weitere Frage diesbezüglich, kann dies auch in Office 365 direkt eingebettet werden? Also in eine Office 365 Umgebung, ich glaube, es ist damit gemeint, in eine Office 365 Seite, in einen SharePoint-Bereich oder dergleichen. In einem Intranet. Also es kann auf jeden Fall, ja, ich glaube, ich weiß, was gemeint ist. Es kann auf jeden Fall, was Sie gesehen haben, die Dashboards können, es kann auf jeden Fall ein Link generiert werden, den Sie überall einbetten können. Also auf Websites beispielsweise oder auf SharePoint oder wo auch immer, genau, ja. Also ich hoffe, dass das gemeint ist. Falls nicht, bitte nochmal mal die Frage stellen, aber es kann mit einem Link eigentlich überall eingebettet werden. Sie sehen das vielleicht auch, sieht man meinen Schirm noch? Nein, sieht man nicht mehr. Okay. Warte, aber ich kann dir, soll ich dir freigeben nochmal? Ja, bitte, ja, genau, dann zeige ich das nochmal kurz. Jetzt müsstest du ihn freigeben können. Genau, danke schön. So, man sieht das auch auf unserer Homepage. Dort können Sie jederzeit unter Digitalisierung, Dashboards Rechnungsverarbeitung oder Dashboards Vertragsmanagement können Sie jederzeit sehen, wie das Ganze eingebettet wird.
Genau, also hier haben wir auch einfach einen Link hinterlegt, welcher dann entsprechend hier auf unserer Webseite eingebettet ist. Und genauso können Sie sich das auch eigentlich überall entsprechend einbetten. Okay. Wenn es dann einmal fertig ist. So. Genau. Also jetzt sieht man das schön. Genau. Und so können Sie das auch einbetten, die Seiten dann entsprechend auch nutzen. Genau. Dann ist das, denke ich, hoffentlich damit beantwortet. Es war noch eine Frage, auch insbesondere was dieses Lizenzthema angeht. Und zwar, ob man diese Power BI Lizenz von Microsoft benötigt oder direkt von DocuWare gestellt wird. Das ist natürlich eine Lizenz, die Sie direkt von Microsoft beziehen können. Und dementsprechend brauchen Sie da keine eigene von uns in dem Zusammenhang. Genau. An dieser Stelle, so, gebe ich wieder meinen Bildschirm frei. An dieser Stelle gebe ich wieder meinen Bildschirm frei. Damit bleibt mir nämlich noch eines zu sagen. Falls Sie irgendwelche Fragen haben, Anregungen, Wünsche haben, melden Sie sich einfach. Entweder bei mir, beim Herrn Gartliners, haben Sie auch jederzeit die Möglichkeit. Ich darf an dieser Stelle noch auf das nächste Webinar auch hinweisen. Am 31.05. haben wir das Webinar zum Thema DocuWare Cloud statt Dativ DMS Classic. Der einfache Umstieg. Mein Kollege Oliver Jakobait wird durch dieses Webinar führen und freut sich natürlich, Sie alle recht herzlich dort auch begrüßen zu dürfen. Ansonsten sage ich danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, dass Sie heute mit dabei waren. Und ein schönes Servus aus Österreich und vor allem auch danke, Jürgen, dass du uns so heute durchgeführt hast.